der Mord an Sophie N. Und eine kleine Anmerkung noch. Informationen, wo ihr euch Hilfe holen könnt, wenn ihr Opfer von Stalking seid, werde ich wieder auf YouTube unten im Video verlinken. Fast 2 Jahre lang erlebt Sophie N. ein unbegreifliches Martyrium. Jemand stalkt sie, weiß immer genau, wo sie ist, was sie macht, wer in ihrer Nähe ist und scheint hautnah an ihrem Leben teilzuhaben. Keiner weiß, dass Sophies Handy dem Stalker ermöglicht, jede Minute in ihrem Leben live dabei zu sein, und niemand ahnt, wer hinter dieser unaufhörlichen Bedrohung steckt. Sophie N. hat im Sommer 2017 gerade ihre Ausbildung als Tourismus-Eventmanagerin abgeschlossen, die sie nach dem Abitur begonnen hat, und sie hat einen großen Traum. Sie will die Welt erkunden, fremde Länder bereisen. Deshalb bewirbt sich Sophie nach ihrer Ausbildung bei Thomas Cook, um als Flugbegleiterin zu arbeiten. Und solange bis ihr neuer Job in Hannover beginnt, jobbt sie in ihrer Heimatstadt Dessau in Sachsen-Anhalt bei H&M. Ihre Großtante arbeitet seit 25 Jahren in der Filiale und hat ein gutes Wort für sie eingelegt. Und in dieser Filiale arbeitet auch Patrick S. Neben seinem Studium, er ist Anfang 30, studiert erst Wirtschaftsmathematik und macht dann seinen Bachelor in Wirtschafts- und Politikwissenschaften. Und seine Kollegen beschreiben Patrick als ruhig und eher in sich gekehrt. Er redet nicht viel und ist introvertiert. Und nur bei einer Kollegin scheint Patrick aufzutauen, bei der mehr als 10 Jahre jüngeren Sophie. Als die beiden sich im Sommer 2017 bei der Arbeit kennenlernen, fällt den anderen Kollegen sofort auf, dass Patrick ganz anders zu Sophie ist als zum Rest der Mitarbeiter. Später sagt Sophies Großtante, Zitat, er war immer in ihrer Nähe, auch auf Betriebsfeiern. Und auch Sophie mag Patrick erst anfangs. Er ist ein netter Kollege und Kumpel, mit dem sie dann auch mal essen geht, aber mehr ist da nicht. Ihre Familie und Freunden sagt Sophie, dass ihr Patrick viel zu alt sei, sie will nur Freundschaft und das akzeptiert ihr Kollege nicht. Im April 2018 ist Sophie arbeitsbedingt durch ihre neue Stelle bei Thomas Cook in Barcelona und Patrick bittet darum, sie in Barcelona besuchen zu dürfen. Sie willigt ein und sie denkt sich nichts dabei. Ihr Bekannter will nur die Stadt erkunden und wenn er schon einmal in Barcelona ist, sie dann eben auch besuchen. Aber das ist nicht Patricks Ziel. Er reist ihretwegen nach Spanien. Er will bei ihr wohnen und jede freie Minute mit der jungen Frau verbringen. Freunde berichten dann später auch, dass es Sophie schwerfiel, ihn freundlich, aber bestimmt abzuweisen. Schließlich wollte sie ihm nicht vor den Kopf stoßen und niemand konnte ahnen, zu welchen Taten Patrick erst fähig sein sollte. Sie empfiehlt ihm dann ein Hostel, aber nur einen Tag später steht ihr ehemaliger Kollege wieder vor ihrer Haustür in Barcelona. Bei sich hat er eine Flasche Wein und fragt nach einer weiteren Verabredung zwischen den beiden. Und abermals weist Sophie ihn ab und sie hat die Hoffnung, dass er sie endlich in Ruhe lässt. Doch im Juli 2018 fliegt Patrick erneut nach Barcelona. Sie versucht ihm erst auszuweichen, macht ihnen aber schließlich deutlich, dass sie kein Interesse an ihm hat und er sie in Ruhe lassen soll. Sie ist genervt von seinen Aufdringlichkeiten und erzählt ihren Freundinnen in Sprachnachrichten, dass er ihr gegenüber immer touchy ist und berichtet einer Freundin nach dem Vorfall in Barcelona, Zitat, er war mega pissed. Patrick S. hingegen gibt ihr die vermeintliche Schuld an der Eskalation. Sie hätte ihm viel eher sagen müssen, dass sie kein Interesse hat und hätte ihm falsche Hoffnung gemacht. Er dachte, es sei mehr zwischen ihnen, schließlich sei er nur deshalb noch einmal nach Barcelona geflogen. Und danach reißt der Kontakt zwischen Sophie und Patrick ab. Das denkt sie zumindest, denn Sophie weiß nicht, dass er jeden ihrer Schritte verfolgt. Der Stalking-Experte und Gründer der Beratungsstelle in Berlin für Stalking-Opfer, Wolf Ortis Müller, erklärt die Psychologie des Stalkers. Die Ablehnung, die Patrick S. und viele andere Stalker von ihren Opfern bekommen, empfinden sie als erlittenes Unrecht, was ihnen widerfährt. Und die Gedanken der Stalker kreisen ununterbrochen um die Person, die sie abgewiesen hat und von der sie sich narzisstisch gekränkt fühlen. Ihre Verzweiflung wollen sie dann schließlich in Macht umwandeln und da sich Stalker selbst als Opfer sehen, wollen sie die Person, die sie gekränkt hat, selbst zum Opfer machen. Laut Kriminalstatistik werden jedes Jahr 19.000 Fälle von Stalking zur Anzeige gebracht. Die Dunkelziffer von Stalking-Fällen soll aber weitaus höher liegen.
Laut einer Studie des Zentralinstituts für seelische Gesundheit in Mannheim aus dem Jahr 2018 sind 83% der Opfer von Stalking weiblich, 87% der Täter sind männlich. Oft sind die Täter Partner oder Ex-Partner der Frauen und auch der Stalking-Experte Wolf Ortes Müller kennt vor allem Täter, die nach einer gescheiterten Beziehung zu Stalkern werden. In einem Interview sagt er dazu, Zitat, Stalker können mit der Abgrenzung schwer umgehen. Sie fühlen sich selbst als Opfer einer unfairen Trennung. Sie haben subjektiv so viel für die Beziehung investiert und hängen mit all ihren Gefühlen drin. Wenn die andere Person dann deutlich macht, dass wirklich nichts mehr läuft oder sogar eine neue Beziehung eingeht, kann die Kränkung in Wut umschlagen. Der werde ich's zeigen oder wenn ich so leide, soll er ruhig auch mal leiden. Doch Sophie und Patrick haben nie eine Beziehung geführt. Ja, er war nur ein Bekannter von der Arbeit für sie. Kein Mensch, den sie in Erwägung zog, als im September 2018 ihr Leben zur Hölle wurde. Alles begann damit, dass er immer wieder nachts an der Wohnungstür von Sophies Mutter klingelt, wenn ihre Tochter in Dessau zu Besuch ist. Immer wieder wird auch das Auto der Mutter zerkratzt, Reifen werden zerstochen, in denen Sophie in ihrer Heimat unterwegs ist. Auf Instagram und Snapchat tauchen gefälschte Profile von Sophie auf, die sie nicht angelegt hat. Bis Anfang 2020 sind es insgesamt 50 Profile. Dort werden gefälschte Pornovideos geteilt, auf deren Kopf ein Bild von Sophie montiert ist und Sophies Stimme im Hintergrund abgespielt wird. Immer wieder tauchen auch tausende Screenshots auf, die Sophie und alles, was sie im Internet tut, zeigen. Patrick S. weiß alles über die damals 23-Jährige. Er benutzt laut Ermittlern eine Stalkerware-App, mit der er sich auf Sophies Handy einwählen kann. Und alle Daten ihres Telefons werden dann an ihn weitergeleitet. Er hat damit nicht nur die Adresse von ihr und ihrer Mutter, sondern weiß über Sophies Leben alles. Er liest jeden ihrer Chats mit, kennt ihre Passwörter, hört ihre Telefonate ab, weiß, worüber sich Sophie mit Freunden unterhält, sieht ihre Fotos, hört ihre Sprachnachrichten ab, weiß, wann sie arbeitet und kann ihren Standort überwachen. Ohne dass Sophie etwas davon weiß, gewährt sie ihrem Stalker alles aus ihrem Leben. Immer wieder erhält die junge Frau anonyme Anrufe und SMS. Bis zu 164 Mal klingelt täglich ihr Handy. Die Anrufe und Nachrichten sind bedrohlich, denn ihr Stalker klingt immer wieder so, als wüsste er, was Sophie gerade in diesem Augenblick macht und sie live beobachten würde. In Echtzeit schickt er ihr Handyfotos von allen Orten, an denen Sophie gerade ist. Vom Hotelzimmer, das sie gerade eingecheckt hat, vom Zug, in dem sie gerade sitzt oder Bilder aus ihrem Treppenhaus, wenn sie zu Hause ist. Sophie N. stellt mehrere Anzeigen bei der Polizei in Dessau und in Hannover, ihrem neuen Wohnort, aber sie verlaufen ins Nichts. Fälle von Cyberstalking nehmen in den letzten Jahren immer mehr zu, aber die Polizei scheint hilflos gegen diese Übergriffe zu sein. Sophie selbst verdächtigt ihren Ex-Freund hinter den Taten, aber auf Patrick S. kommt sie nicht. Er war unbedeutend in ihrem Leben und niemand, dem sie zugetraut hätte, solch eine Obsession zu entwickeln. Und nach dem Mord finden die Ermittler bei Patrick S. mehrere SIM-Karten, die auf falschen Namen ausgestellt waren. Mit 3 Handys überwacht er Sophie und Personen aus ihrem Umfeld gleichzeitig. Aber das ist noch nicht alles. Er hat mit 3 GPS-Trackern Sophie und ihre engsten Verwandten überwacht. Einer war am Kotflügel von Sophies Auto angebracht, 2 weitere an den Autos von der Mutter und der Freundin. Über eine App hat er so Bewegungsbilder von Sophie erstellt. Er kennt ihre Gewohnheiten, er weiß mittlerweile ganz genau, wann und wo sie sich aufhält. Und wenn ihr Handy mal nicht online ist, vermutet er, dass sie gerade als Flugbegleiterin arbeiten muss und schickt die Flüge von Thomas Cook. Er schläft am Auto vor ihrem Haus, er schleicht ihr hinterher, wenn sie mit dem Hund ihrer Mutter Gassi geht. Das Leben von Patrick S. besteht nur noch daraus, seine ehemalige Kollegin zu stalken und sie zu jagen. Er arbeitet weiterhin nebenbei bei H&M in Dessau. Zeit für einen Vollzeitjob hat er aber nicht. Jede freie Minute ist mit dem Stalking von Sophie gefüllt. Seinem späteren psychiatrischen Gutachter erklärt Patrick, dass er wie gezwungen war, alles aus Sophies Leben zu erfahren. Immer wieder fällt der Satz, Zitat, ich musste das wissen, als sei es eine Rechtfertigung für seine Taten. Anfang 2020
erfährt Patrick S. über das gehackte Handy von Sophie, dass sie vorhat, nach Österreich zu ziehen. Und nach der Pleite von Thomas Cook wollte sie im Februar 2020 bei Austrian Airlines anfangen und nach Wien ziehen. Und für Patrick S. würde sich damit die Chance, sie zu kriegen, noch mehr verringern. Sie war schon einmal von Dessau, wo S. wohnt, nach Hannover gezogen und nun würde sie bald sogar im Ausland sein. Im späteren Prozess erklärt der Richter, dass Patrick S. seit seiner Zurückweisung einen genauen Plan verfolgte, der mit ihrem Umzug zu scheitern drohte. Zitat: Es gab einen Plan. Und am Ende stand der Tod von Sophie N. Am Freitagabend, dem 10. Januar 2020, dringt Patrick S. über den Balkon in Sophies Wohnung in Hannover ein, wo sie mit einer Mitbewohnerin lebt. Er ist maskiert, schwarz gekleidet und hat ein Messer, Kabelbinder und einen Elektroschocker bei sich. Sie ist allerdings nicht zu Hause. Sophie feiert mit ihren Freunden ihren Abschied, da sie in wenigen Tagen Deutschland verlassen wollte. Und ihr Stalker versteckt sich erst im Schrank, dann unter dem Bett ihrer Mitbewohnerin. Fast 24 Stunden harrt er in der Wohnung aus, hört Sophie am nächsten Tag kommen und gehen und beobachtet sie in ihren eigenen vier Wänden, in denen sie sich sicher fühlt. Am 11. Januar, einem Samstagabend, geht Sophie gegen 21.30 Uhr ins Bad. Patrick kommt aus seinem Versteck unter dem Bett ihrer Mitbewohnerin hervor und folgt ihr ins Badezimmer. Er überwältigt sie und Sophie versucht sich noch zu wehren, aber sie kommt nicht gegen den bewaffneten Patrick an. Er sprüht ihr Pfefferspray ins Auge, rammt ihr den Elektroschocker ins Gesicht und sticht ihr mit dem Messer in den Hals. Danach holt er seine Sachen und lässt Sophie, die auf dem Badezimmerboden verblutet, zurück. Er will ungesehen flüchten, der Richter sagt dazu im späteren Prozess, sie wollten wie ein Gespenst verschwinden, das war der Plan. Aber Patrick S. hat nicht eingeplant, dass sich Sophie wehrt. Und auch, dass der Angriff deutliche Spuren an ihm hinterlässt. Seine Kleidung ist blutverschmiert, als er eilig das Wohnhaus von Sophie verlässt. Und er wird dabei von Nachbarn gesehen, die ihn beobachten, wie er in seinen dunklen Opel Corsa steigt und sofort dann die Polizei alarmieren. Die Polizei veröffentlicht daraufhin umgehend unverpixelte Fotos von Patrick S. und Bilder seines Wagens, damit sich Zeugen melden, die ihn gesehen haben und wissen, wo er sich aufhält. Und am nächsten Tag stellt sich Patrick selbst bei der Polizei, aber nicht aus Reue, sondern weil er Angst hat, aufzufliegen. Ende 2020 beginnt dann der Prozess gegen Patrick S. im Landgericht Hannover. Jeden Prozesstag fahren Sophies Eltern, die als Nebenkläger auftreten, von Dessau nach Hannover, um Gerechtigkeit für ihre Tochter zu fordern. Sophies Mutter ist seit dem Mord arbeitsunfähig. Sie hat mit den Möbeln ihrer Tochter in ihrem Zuhause Sophies WG-Zimmer nachgebaut. Und während des gesamten Prozesses sitzt der 35-jährige Patrick S. schweigend auf der Anklagebank. Bis zum letzten Prozesstag sagt er nichts. Mit seinem psychiatrischen Gutachter hat er jedoch vorher 16 Stunden gesprochen. Er nutzt ihn dann auch als Sprachrohr, um Patrick sich darzustellen. Neben den zahlreichen Gesprächen hat er dem Gutachter tagebuchartige Aufzeichnungen gegeben. Der psychiatrische Gutachter beschreibt Patrick S. als differenziert und wortgewandt. Er leugnet die Tat nicht und schildert ihm genau, wie er mit Handschuhen, Pfefferspray, Kabelbindern, einer Sturmhaube und einem Klappmesser in die Wohnung der 23-Jährigen eingebrochen ist und sich darin fast 24 Stunden aufhielt. Als Grund für sein obsessives Stalking erklärt Patrick S. dem Gutachter, dass er wissen wollte, warum sich Sophie in Barcelona so verhalten hat. Die Abfuhr der jungen Frau sei für ihn eine, Zitat, zwischenmenschliche Enttäuschung gewesen. Gegenüber dem Gutachter sagte er, Zitat, ich wollte das mit allen Mitteln wissen, um jeden Preis. Laut Patrick S. gab es, Zitat, Flirtereien auf beiden Seiten. Sophie hätte sich schließlich auf dem Weihnachtsmarkt mal an ihn angelehnt. Und die Freunde und Familie von Sophie bestätigen das nicht. Also für sie war Patrick ein flüchtiger Bekannter, ein ehemaliger Kollege, mit dem sie sich bis zur Eskalation in Barcelona ganz gut verstand. Mehr nicht. Und auch der Richter betont in seinem späteren Urteil, dass es nie irgendein Signal von Sophie gab, was Patrick S. auch nur ansatzweise hätte falsch verstehen können. Erst im Prozess wird für Sophies Eltern das Ausmaß des Stalkings bewusst. Er wusste zu jeder Zeit, wo ihre Tochter ist und was sie tut.
Er erzählt dem Gutachter, dass er beim Einkaufen, beim Training, beim Essen, sogar auf dem Klo ununterbrochen in seiner Stalker-App geschaut hat, ob Sophie online ist und was sie macht. Mit seinem Verhalten hat er das Leben der 23-Jährigen schwerwiegend beeinträchtigt, bestätigt der Richter vor Gericht. Sein obsessives Stalking ging weit über das Sammeln von persönlichen Informationen hinaus. Die Betonung auf schwerwiegend ist hier besonders wichtig, da im aktuellen Gesetz Stalking erst strafrechtlich relevant werden kann, wenn der Täter beharrliches Nachstellungsverhalten zeigt, welches das Opfer schwerwiegend beeinträchtigt. Derzeit steht allerdings im Raum, die Hürden zur Strafverfolgung zu senken und im Gesetzestext beharrlich durch wiederholt und das Wort schwerwiegend durch nicht unerheblich zu ersetzen. Patrick S. hat Sophie mit voller Absicht Angst gemacht und sie psychisch kaputt gemacht, indem er sie hat wissen lassen, dass ein Unbekannter alles über sie weiß. Der Richter sagt im Prozess dazu, Zitat, das Signal war eindeutig. Ich weiß, wo du bist, ich weiß, was du machst, ich kann jederzeit auf dich zugreifen. Er hat zu jeder Zeit die volle Kontrolle über das Ausmaß seines Handelns gehabt, stellt der psychiatrische Gutachter fest. Deshalb hält er Patrick S. für voll schuldfähig während des Mordes. Reue zeigt er nicht, dafür erzählt er dem Psychiater, dass er sich vor Sophies Eltern schämt. Er wünscht sich, das Grab von Sophie besuchen zu dürfen und seine Eltern hätte er bereits beauftragt, einen Blumenstrauß hinzubringen. Als Sophies Eltern das im Gutachten hören, zeigen sie sich deutlich entsetzt. Patrick S. Verteidigung sieht in seinem obsessiven Stalking den Beweis, dass er nicht vorgehabt hätte, Sophie zu töten. Sein ganzes Leben bestand nur daraus, Informationen aus dem Leben der jungen Frau zusammenzutragen. Er hat dafür gelebt, Macht zu haben, zu wissen, wann und mit wem sie was macht. Und sie zu töten sei laut dem Verteidiger die Vernichtung seines eigenen Lebensinhalts gewesen. Ebenfalls schließen sie es aus, dass Patrick S. sein Opfer erstach, weil er Angst hatte, die Kontrolle zu verlieren, wenn Sophie nach Wien zieht. Sein Stalking hätte sich schließlich fast nur online abgespielt. Das sei laut seiner Verteidigung, der Wohnort egal gewesen. Und auch Rache als Motiv schließen seine Verteidiger aus. Sie erklären den Einbruch bei Sophie als nächste Stufe seines Stalkings. Er wollte wissen, wie die 23-Jährige lebt. Gegenüber dem psychiatrischen Gutachter sagt es, dass er geplant hatte, Sophie eine Art Verhör zu unterziehen, um endlich zu wissen, warum sie ihm einen Korb gegeben hat. Und die Staatsanwaltschaft sieht den Tod von Sophie hingegen als lang geplante Mord ihres Stalkers an. Er habe heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen gehandelt, deshalb fordern sie die lebenslange Freiheitsstrafe. Patrick S. Verteidigung sieht das allerdings ganz anders. Er hätte angeblich keinen Mord geplant und sich die Sache im Bad ganz anders vorgestellt. Er hätte nicht vorgehabt, sie zu töten, sondern wollte weiter Teil ihres Lebens bleiben. Sie relativieren den Mord sogar als, Zitat, tödliches Kuddelmuddel, das sich im Bad von Sophie ereignet haben sollte und sie ihrem Tod geführt hat. Laut seiner Verteidiger seien die Mordmerkmale der Heimtücke und niedrige Beweggründe nicht gegeben. Sie fordern eine Verurteilung wegen Totschlags, nicht wegen Mordes, zu 9 Jahren. Nach dem Schlussplädoyer beider Seiten spricht zum ersten Mal während des gesamten Prozesses Patrick S. Er richtet seine Worte an Sophies Eltern, ihm würde das, was er ihnen angetan hat, leid tun. Am 18.02.2021 fällt das Gericht das Urteil im Prozess. Patrick S. wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Vorsitzende Richter begründet seine Entscheidung damit, dass der 35-Jährige keinerlei Anzeichen von Reue und Bedauern zeigt, weder verbal noch nonverbal. Er richtet seine Worte direkt an Patrick S., der kein einziges Mal während der Rede des Richters hochschaut. In der Urteilsverkündung heißt es, Zitat, Sie glauben, dass Sie das Opfer sind, doch Sie haben den Mord begangen, heimtückisch und aus niederen Beweggründen. Und Sie wollten nicht reden, auch nicht mit uns. Ihr Leben ist schon ziemlich verstörend, aber Ihr Verhalten gegen Frauen im Allgemeinen und gegen Sophie N. im Besonderen lassen einen fassungslos zurück. Sie wollten nicht freundlich fragen, Sie wollten sie bestrafen. Sie sollte das erleiden, was Sie vermeintlich selbst seit September 2018 erleiden. Sie sollte sehen, wie schlimm das ist. Sie haben Ihren Plan umgesetzt, Herr S., Sie haben Frau N. aus Rache getötet. Sie haben gewartet, bis Frau N. auf Toilette saß.
Es war der Moment, in dem sie die wenigste Chance hatte, sich zu wehren. Wie perfide muss man sein?